Ja! Herzlich willkommen hier bei Hypnos World in unserer kleinen Stadt, wo es tierisch immer abgeht, eh? Meine Freunde, Vito ist in der Haus, aber nicht nur einfach so. Ich bin mal einfach vorbeigekommen, weil ich dachte, hey, ich brauche euch mal wieder. Aber keine Angst, ich bleib nicht lange, denn ich habe Termine, klar? Aber Mensch, ab und zu muss ich mal reinschauen, um zu gucken, ob alle noch gerade laufen hier. Übrigens in unserem kleinen Städtchen ist wieder Bullenreiten angesagt. Aber nicht jetzt, ein anderes Thema. Alright? Alright. Heute wollen wir mal wieder ein bisschen Truck fahren, damit ihr mal ordentlich Truck fahren lernt, hä? Damit aus euch mal richtige Menschen werden. Klar? Klar, Mann. Also, bleibt locker und gebt mir nicht auf den Sack. Ah, ihr kennt mich. Also, lasst ein bisschen mal die Musik genießen. Ich bin noch ganz geschafft von vielen Kühe-Reiten, ne? Und Bullen klatschen. Ich sag euch, habt ihr schon mal Bullen geklatscht? Ah, ist ein geiles Spiel, sag ich euch. Kann aber auch ganz schön nach hinten losgehen, die ganze Kiste, ne? Also, Mann. Also, setzt euch alle hin und passt gut auf. Vito ist da. Klar, Mann? Right. Yeah! Also, angekommen die Sache. So, was haben wir denn alles Neues? Also, Bestes, den habe ich gegrüßt, Strikers in der Haus. Ha? Wie sieht's aus? Kannst du endlich Truck fahren oder nicht? Hey, und Jami, hey, Baby, alles klar? Und dann, was haben wir noch hier? Marlboro, ja Mann. Alles Roger. Hier, Olli. Auch du, Mann. Bleib locker. Und Tommy. Tom sagt auch hallo. Ah Mann, yeehaw. Und Dan, hey Mann, alles klar. Alright, so Mann, ich habe keine Zeit, Mann, ich muss fahren. So, gibt es was zu erzählen? Nein, Mann. Sehe ich aus, als würde ich was erzählen? Sehe ich so aus? Nein, also, ich fahre. Wer war das? Wer hat hier Schuld? Ninfon hat gehostet. So. Lass mal gucken, was abgeht hier. Lass mal die Kiste starten, ordentlich mal einen Sound hier hören. Ne? Jetzt Konzentration. Ja, Mann. Yeah. American Truck Simulator. Ja, kann ich, sagt Striker. Hab aber einen Fehlerpunkt. Bestanden ist bestanden. Na also, Mann. Brauche ich dich also nicht bestrafen. Besser gesagt, meine Nichte. Sonst hätte ich dir gesagt, hey, Mann, Nichte, pass mal auf. Striker war hier bei mir, hat hier so rumgehangen. Hat der bestanden, werde ich ihr sagen. Kannst hier mal ein bisschen vielleicht was geben oder so. Aber nur vielleicht. Mal gucken. Ich werde mal einen Bonbon lutschen, Leute. Ihr Lutscher, alles klar? Alright, Mann. Oh, los jetzt. Ich muss arbeiten. Mein Name ist übrigens Vito, wer mich nicht kennt, ja. Vito Corleone, merkt euch den Namen. Extra nach Amerika gekommen. Und später wird man sagen, es war in Amerika. Da wird man über mich berichten. Versteht ihr? Wenn ich Angst und Schrecken verbreitet habe. Aber im Moment bin ich noch ein kleiner Scheißer hier. Die wollen mich nicht einfach hochkommen lassen. Aber die haben keine Chance. Die wissen nicht, mit wem sie sich angelegt haben. Mit Vito. Corleone. Eines Tages werde ich meinen Namen in Las Vegas schreiben und dann werden sie wissen, wer ich bin. Ja, Mann. Mal gucken, wie die Musik ist. Mhm. Wir machen mal einen Tick. Ja, auch auf 40. Nur mal um zu sehen, wie der Sound ist. Alright, man. Gut. Eine Nachricht. Ich glaube, meine Alte hat schon wieder geschrieben, die mich verlassen hat. He?
als sie mit diesem komischen Kasperle vom Las Vegas Club weggegangen ist. Diesen Las Vegas Heini. Wenn mir Las Vegas das mal gehört, dann wird der Typ, der wird sein letztes Liedchen gesungen haben auf der Bühne. Das könnt ihr mir glauben. Dann wird meine Alte wieder angekrochen kommen. Hä? Klar, Mann. Aber dann werde ich sagen, hey, pass mal auf. Du hast mich verlassen, nicht ich dich. Hä? Du bist mit dem Kasperle durchgebrannt. Und jetzt kommst du zurück angekrochen, willst was von mir? Hä? Zieh Leine, Mann. Na, so wird's sein. Ich hab dir mein Herz gegeben, hä? Ich hab dir alles gegeben. Du hast meine Seele gerissen, du hast mich meine Seele genommen. Und dann kommst du wieder angekrochen und willst wieder bei mir sein. Kannst du vergessen, Mann. Ich hab meine Seele zurückgeholt und mein Herz auch. Das schenke ich jetzt einer anderen, die treuer ist wie du. Du Stück, du. So. Lass uns ein bisschen fahren. Ich hab Bock drauf. Was wollen wir für eine Kiste fahren, Mann? Wo reiten wir überhaupt hin? Stocktown, ne? Reading und Stocktown. Aber eins unserer Hauptziele heißt eigentlich, wo war die Kiste gewesen, Mann? Carson City war gewesen. Da werden wir zuerst mal einreiten und das ganze Ding übernehmen. Damit wir ordentlich Geschäfte machen können, bevor wir Las Vegas übernehmen. Den werde ich schon zeigen in Las Vegas. Fahren wir es mal den hier, der hat einen guten Zaun gehabt, denke ich mal. Wie viele Kilometer? Ja, reiten wir da. Schön hoch. Scheint etwas spät zu sein, ne? Verdammt. Ich hasse Nachtfahrten. Ich bin einmal liegen geblieben auf der Landstraße und dann habe ich Wölfe gesehen. Ja. Und das tat mir so leid, Mann. Die hatten so eine Angst vor mir. Ich wollte die gar nicht erschrecken. Die waren so niedlich gewesen. Ich habe keinen Bock, schon wieder Wölfe zu erschrecken, Mann. Mhm. Lass mal raus aus der Kiste hier. Mal gucken, ob alles dran und drin ist. Zeig mal her, Mann. Das war ein ganz schöner Hoshi, den wir da fahren, hä? Alles schön poliert, leider nicht unsere Kiste. Wieder mal für irgendeinen Chef fahren. Warte mal ab, wenn wir unser eigener Chef sind. Dann laufen die Dinge anders hier. Ist der Profil alles in Ordnung hier? Alright, Mann. Wie es aussieht, fangen wir etwas ziemlich Explosives, ne? Vor allem Gallon. Oh Mann, ist aber eine lange Kiste, sag ich euch. Gute Sache, Dynamics-Felgen hier, Profil, alles gut, Mann, klasse. Ne, warte mal, wir gehen nochmal noch einen Check machen. Junge, Junge, was für ein Quarenz, Mann. Hey Mensch, Melly, was geht ab, Mann? Setz dich hin, pass schön auf, komm ran hier. Na mal los. Wir sind aber irgendwie falsch. Wir müssen erstmal
Da lang und dann da raus, alright. Wie Tonnen fahren wir überhaupt, Mensch? Oh Mann, wird ein dickes Ding, sage ich euch, Leute. Du bist denn wieder im Westen gefahren. Na Mensch, klar, Mensch. Und bleib locker, klar, mach mich nicht an. Übrigens, letzte Mal, Mensch. Letztes Mal bin ich ohne Sprit gefahren. War ein abgefahrenes Ding. Aber das Ding haben wir locker nach Hause gebracht, hä? Selbst ohne Sprit. Vito fährt doch ohne Sprit. Ich kann auch nicht schlafen. Kein Problem hier, Mann. Hast du ein Problem? Fragt Vito. Vito löst alle Probleme. Hey, Kollege, alles klar? Pass auf, Mann. Ich sag dir was. Wenn du Probleme hast, ruf mich an. Propan. Oh, Mann, wir fahren Propan. Sag ich dir. Das wird ein heißes Ding, also mach's gut. Ich ride in die Nacht hinaus. Friend, normale Sitzposition ist ziemlich kriminell. Okay, dann fahren, dann setz dich woanders hin, Mensch. Wenn das dir dann nicht gefällt, setz dich um. Setz dich auf den Sessel oder auf die Couch. Sonst kriegst du nachher noch Rückenschmerzen. Und wie halt voll die Kabinenbeleuchtung hier. Man kann mich ja voll sehen, manch. Ich glaube, ich spinne. Komme hier vor, als würde mich alle sehen. Lass mal das Fernlicht ausmachen. Hält es im Kopf nicht aus, ja. Das ist ein LKW und kein Pferd. Baby. Was werde ich dir noch zeigen, Mann? Wenn du erstmal in meine kleine Stadt kommst, dann zeige ich dir, wie man Bullen reitet, was Pferde sind und was ein richtiger Truck ist. Und dann zeige ich dir alles. Also wieder mal ein bisschen Kohle verdienen, hä? Klar, Mann. Es wird dann ein hartes Ding, Leute. Bis wir mal richtig unseren eigenen LKW haben und endlich mal machen können, was wir wollen. Mir geht's tierisch auf den Keks, immer für irgendwelche Leute zu arbeiten, die keine Ahnung von dem Job haben. Am liebsten würde ich dann meine Knarre ziehen und sagen, pass auf, Mann, du gehst mir auf den Keks, ich baller dir die Birne weg. Du hörst. Ich sehe schon wieder einige, sind hier wieder am Rumgambeln. Pass auf, wenn ich erstmal Boss in Las Vegas bin, dann bringe ich euch mal das richtige Gambeln bei, hä? Ja, Mann, dass ihr mal ein paar grüne Dinger in eurer Popanier reinbekommt. Gerade gepiept bei mir. Hat es irgendwie gerade gepiept. Oh, muss man dann gewöhnen. Oh, meine 16 Gangschaltung wieder hier.
mal, ich kann einfach abbiegen, oder? Ich kann einfach abbiegen. Na, lieber warte ich mal noch. Na, die Amerikaner spinnen ja völlig mit ihrer ganzen komischen Ampelgeschichte. In Italien, da lösen wir das ganz anders, die Geschichte. Da fahren wir einfach. Kann ja wahr sein hier, die spinnen doch alle. Die Amis spinnen doch, hä? Muss mal ein bisschen gucken hier, ein bisschen was von der Gegend genießen. Boah, mit der Schaltung ist eigentlich ein schwieriges Ding. Hey, bleib mal stehen da, du siehst doch, was hier los ist. Sah fast aus wie ein DeLorean, der Kollege. Will der in die Zukunft oder in die Vergangenheit? Fährt der Kollege in DeLorean? Da sagt jemand, hey Kollege. Hey Natalo, Mann, komm ran auf den Meter, setz dich hin und bleib locker. Mich gerade ein bisschen ärgern, der Motor hat aber einen Fehler gemacht. Er hat mit Vito nicht gerechnet. Hä? Mach mal ein bisschen Platz hier, ich komme rein. Also geht doch mal. Was hat mir der Chef da von dem Bühler angedreht? Junge, Junge, Mann, ist ja nicht auszuhalten, die ganze Kiste hier. Knattert und rührt an allen Ecken. Mal ein bisschen den Navi verändern, der geht mir auf den Keks. Ups. Danny Klaus ist auch da. Und Paddy. Und Tom sagt, er ist ein Kollege. Wenn du ein Kollege bist, dann mach mal Jiha! Klar. Muss man irgendwo ranfahren. Muss mal für große Jungs. Komm mal da hinten. Komm mal nicht rüber. Komm mal nicht rüber. Warum gibt es das auf unserer Seite nicht? Achtung, Kopf einziehen. Na gut, vielleicht kommt auf unserer Seite auch. Oder ein paar Meilen. Muss man ein paar Meilen runterreiten. In der trockenen Wüste wieder. Wird mir ganz schön die Kehle brennen. Wenn wir Glück haben, sehen wir, können wir ein paar Bräute mitnehmen. Dann fahre ich voll drauf ab. Die letzten, die ich mitgenommen habe, die haben mich ganz schön vollgequatscht, muss ich sagen. Die muss ich dann wieder rausschmeißen. Nein, natürlich nicht. Ich schmeiß doch keine Bräute raus. Keine gute Gelegenheit mal anzuhalten, was zu gucken oder so. Oder wir machen mal einfach ins Gelände. Weiß nicht, mal sehen. Läuft auf jeden Fall. Ah, guckt euch an. Habt ihr gesehen? Da stand ein Bullenwagen. Die haben mich schon wieder auf dem Kicker. Ja? Die wissen, Vito aus Italien. Da werden wir mal alle paar hundert Kilometer, wenn wir mal irgendwo einen kleinen Kumpel hinstellen, der mich überwacht. Haben gedacht, ich merke die Kiste nicht.
Ich hab dich auch schon auf einer, keine Ahnung, wie viele Meilen habe ich dich schon gesehen, Mann. Deine ganze Kiste hat geleuchtet wie ein bunter Weihnachtsbaum. Da kannst du wenigstens gut ranfahren hier. Keine Probleme. Natalu fragt, hey Vito, was hast du heute schon? Die Informationen, welches Spiel deine liebe Cosi heute für uns hat? Was fragst du mich? Frag die doch, Mensch. Ich habe mit der noch nicht telefoniert, die hat immer zu tun, Mann. Neulich hat sie mir erzählt, die hat uns ein V-Loch gemacht. Die geht ja völlig ab, die kleine Mann. Was soll mit der noch werden? Er wird ja noch ein Superstar. Völlig verrückt, das Mädchen, sag ich euch. Ja, völlig verrückt. Jetzt fängt die mit V-Logs an. Ich dachte, hast du nichts anderes zu tun oder was? Komm ich mal besuchen in den USA, habe ich gemeint. Mache ich dir schön Spaghetti. Hat sie schon wieder dicke Backen gemacht. Ja, ich wollte ihr Spaghetti machen, aber da murmelt sie schon wieder rum. Da meinte sie irgendwas, keine Ahnung, musst du zu der Mama wieder Spaghetti hier, zu Opa und Oma. Doch, hörst du auf, Mensch. Ah, hier ist aber auch der Hund begraben, oder? Da ist echt nichts los. Eins, was du hier machen kannst, ist einfach mal gegen den Zaun schiffen und weiterfahren. Mehr kannst du hier nicht machen an der Stelle. Ah, ein bisschen traurig. Ja, wenigstens siehst du Kollegen vorbeifahren. Ah, ist klar, Kollege. Ah, einsam auf der Straße, hä? Kann ich verstehen. Deswegen ist es immer wichtig, eine Braut dabei zu haben. Immer los, wieder rein in die Spur hier. Kollege hat gerade geblinkt, wollte auch ranfahren, wollte auch mal schiffen gehen oder was? Was ist los, Kollege, warum hast du geblinkt? Willst du schiffen gehen? Soll ich auf deinen Truck aufpassen oder was? Vielleicht sitzt doch eine heiße Braut drin. Okay, danke, dass du mich reinlässt. Brauche ich dich später nicht töten, Mann. Nein, natürlich nicht, Kollegen nicht. Ist doch logisch, sind eine Gewerkschaft hier. Kilometer haben wir noch. Besser gesagt, Meilen, Mann. 159 Meilen, Leute. Halleluja. Wir fahren Propan, hä? Wenn ich irgendwo ging, donnere, dann heißt es gute Nacht, Marie. Klar? Ich bin also tierisch gefährlich auf der Straße. Wenn mir in die Quere kommt, den puste ich in den Himmel, sag ich euch. Muss ein bisschen aufpassen. Nicht, wenn die Bullen wiederkommen, habe ich wieder Probleme hier. Ja. Die haben mich schon in letzter Zeit so oft kontrolliert, dass ich schon gar nicht mehr weiß, was los ist. Meilenweit nichts zu sehen. Kein Hund und keine Katze hier. Nicht mal eine Kuh. Wenn du hier liegen bleibst. Wenn du hier liegen bleibst und keinen Sprit mehr hast, dann bist du tierisch auf Deutsch gesagt am Arsch, sage ich euch. Auch auf Amerikanisch. Dann bist du tierisch am Arsch. Und so wie es aussieht, Linfang verspielt sein ganzes Hab und Gut hier, glaube ich. Ich glaube, den kann ich nach Las Vegas nicht mitnehmen. Sonst muss der arme Junge nachher noch nackig irgendwo tanzen, um sein Geld wieder zu bekommen. Bleib schön hinter mir. Du siehst doch, dass sie reinziehen in die Spur. Da kommt was. Ein kleines Städtchen vielleicht. Vielleicht ein kleiner Saloon. Was schreibt er hier? Wegstation? Oh, Umleitung, was? Umleitungsdienst. Warte mal, ist das, glaube ich, wichtig. Ich glaube, wir müssen hier ranfahren.
Umleitungsdienst. Wir müssen ja, glaube ich, ran. Mir war so, sind wir hier mal durchgefahren und haben wir noch einen drauf bezahlen müssen oder so. Warum auch immer, weiß nicht. Besser, wir fahren mal hier ran. Nutzen die vorne ein Spiel? Was? Was stand da drauf? Walt Disney? Stand auf dem Schild Walt Disney? Ah, die Bullen wieder. Er guckt schon so komisch. Ah, ich sehe schon. Der guckt schon wieder so komisch. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Gute Fahrt, ja, Mann. Pfeife. Er guckt schon so. Im Moment muss ich erstmal klein beigehen. Das kommt noch eine andere Zeit. Dann wird der nicht mehr so gucken. Dann wird der winken. Aber im Moment nicht. Im Moment muss ich mir das leider bieten lassen. Aber es kommt eine andere Zeit. Hätte man mal aussteigen können, oder? Aussteigen können, ein bisschen Fotos machen. Von meiner Nichte, die steht drauf. Hey Mann, Sachsenklaus, setz dich hin, komm ran hier. Halt die Füße still, Mann. Und denk dran. Hier ist Vito, also quatsch mir nicht von der Seite an, klar. Schön gemütlich. Die Sonne geht auf, na Gott sei Dank, Mann. Da wird es wieder brütend heiß in der Kiste. Da werde ich wahrscheinlich wieder mal in Unterhose da sitzen. Fahren wir mal ran an die Tanke hier. Na, ordentlich mal was kaufen hier. Das? Noch so ein Ding. Was ist das denn? Scar? Muss man da jetzt aber nicht ran, oder? Macht mir hier keinen Kummer, Mann. 1000 Knöpfe hier. Na, also läuft doch. Maulstein, ja? Schauen wir uns mal an die Gegend hier. Wo standen überhaupt die Spritpreise? Ich habe gar keine Spritpreise gesehen. Oder geht's hier nach Pi mal Daumen, dass der einfach mich über den Tisch zieht? Wenn er mich über den Tisch... Guck mal hier, ich glaube, ich spinne. Da steht ja Yami. Ist ja fast hier unser Yami hier. Das ist ja fast wie unsere Yami. Schaut mal da hinten. Was mit U? Seht ihr? Sogar Yami ist hier. Ach, da hinten die Spritpreise. Völlig übersehen. Na, ist klar, wenn du schon nächtlich übernächtig bist und dann sollst du noch auf die Spritpreise schauen, das ist echt ein hartes Ding, sage ich euch. Na, wenn die Klüven schon fast zu sind, ja, und dann sollst du auch noch den Preis sehen. Das ist tierisch hart, sage ich euch. Mal ein Foto für die Nichte machen, da steht die voll drauf. Da geht schön die Sonne auf. Habt ihr gesehen? Die Bullen wieder. Der fährt schon wieder voraus. Das heißt also, wenn ich jetzt wieder losfahre, dann geht der mir wieder auf den Keks hier. Wahrscheinlich, keine Ahnung, Gewichtskontrolle.
Vielleicht sollte ich mal aussteigen, dann zeige ich dir mal, wie schwer ich bin. Na, passt nicht. Hat was. Sagt jemand Servus. Wie geht's euch heute allen? Schön ruhig hier. Na, Yami, hast gesehen? Da hinten gibt's auch eine Yami. Hier, kannst du sehen. Bloß mit U. Guck dir das an, Yami. Ha. Verrücktes Mädchen, ne? Hat sie ihre eigenen Laden hier. Was gibt's denn hier bei Yami? Welcome, alright. Eine Bar hat sie. Guckt euch an. Eine Cocktailbar. Und Kaffee gibt's auch bei Yami. Na, also, läuft doch hier. Warte mal, wir werden mal Yami fotografieren, wenn sie schon einen eigenen Laden hat. Wir haben mal die ganze Kiste mal hier fotografieren, ne? Komm her hier von meiner Nichte, freut sie sich. Ich glaube, die kennt dich besser. Du bist mir noch nicht so ganz geläufig an mir, aber meine Nichte scheint dich gut zu kennen. Achtung, hier, lächeln. Gut, Mann. Mein Gott, der Chrom glänzt aber richtig geil, man. Geht mir richtig einer ab. Ja, Mann, glänzt. Das muss ich gleich mal fotografieren, Junge. Der glänzt ja aus allen Ritzen. Junge, Junge, was für ein geiler Chrom. Hier, schau mal. Geht mal voll rein hier. Klar, Mann. So. Noch 78 Kilometer. Ich meine, natürlich Meilen. Bin mal gespannt, wie der Parkplatz ist, wo wir hin müssen. Ob die uns wieder reinlegen oder ob wir ordentlich reinparken können. Mach Platz, Vito kommt. Dann fahren wir los hinten rein, das ist auch einer rein. Läuft. Okay, jetzt kommt ein kompliziertes Kreuz, wo wir drüber müssen. Auf das Ding erstmal ein Kaffeechen. Junge, junger Mann, die Fenster sind so klein, ich denke, ich sitze im Raumschiff oder was? Ich könnte gerade denken, ich sitze im Raumschiff. Später haben wir es dann, zeig mal her. Ah, sieht gut aus. Ah, da stand er schon wieder. Da stand der schon wieder. Habt ihr gesehen? Ich habe ja gewusst, der ist vorgefahren, dann stellt er sich hin. Der hat mich schon auf den Kicker, der Kollege. Habt ihr das mitbekommen? Ich bin an der Tanke, fährt da vorbei, jetzt steht er wieder da. Ja, jetzt, wenn ich jetzt wieder irgendwo stehe, dann fährt er wieder vorbei. Der wartet nur darauf, dass ich einen Fehler mache. Eines Tages wird der Typ, ja, da wird er sich wundern, dann kriegt er neue Schuhe von mir. Und die werden nicht aus Stoff sein. Die werden hart sein, die Schuhe, die er bekommt. Aber ich muss hier erst meine Gang aufbauen. So wie meine Gang erstmal steht und ich Geschäfte machen kann, dann geht es richtig ab hier. Aber ich muss erstmal nach Carson City und dann erstmal meine kleine Base machen, bevor ich nach Las Vegas einreite.
muss ich erstmal das ganze Umfeld und dann geht's richtig ab hier. Dann gehört erstmal, das erste, was wir erstmal machen, ist die Polizeigewerkschaft erstmal hier gründen und dann, dass mir die Polizeigewerkschaft gehört, hä? Und wer nicht nach meiner Pfeife tanzt, der tanzt woanders lang. Der tanzt ja immer mit den Betonschuhen, tanzt ja immer über dem See, aber so tief wie er kann. Es dauert, so eine Organisation lässt sich nicht so leicht aufbauen. Ja, Mann. Einen fetten Standstreifen hier, oder? Die haben mal einen fetten Standstreifen. Also auf den Ding können ja auch zwei nebeneinander stehen. Der schlägt immer so schnell aus, der LKW. Also der Truck schlägt immer so schnell aus. Da kannst du dir Kind nicht so schnell, wenn du da nicht aufpasst, hast du ruckzuck einen Fehler. War bestimmt einer am toten Winkel, oder? Oh nein, Mann, jetzt fängt es auch noch an zu ringen. Als hätte ich nicht schon genug so mit der ganzen Schaltung, Mann. Ah, ist nicht gut, hä? Ist nicht gut, sag ich euch. Jetzt mal die. Mann, das ist echt ein hartes Leben. Als Trucker, sag ich euch. Als Trucker ist ein hartes Leben. Gott sei Dank sind wir tierisch abgehärtet. Wären wir nicht so abgehärtet, dann wären wir schon alle, mein Gott, vom Gaul gefallen, sag ich euch. Aber dadurch, dass wir so tierisch hart alle sind, bleiben wir auf unserem Gaul sitzen. Der wirft uns nicht so leicht ab, hä? Ich hab's geahnt, du Pfeife. Ja, du bist doch dämlich, bist du doch. Und der fährt mit seinem Cabrio und dringend, die Pfeife. Ha? Hast du das gesehen? Hey, Baby. Hast du gesehen, was der gerade gemacht hat? Fährt der so weit nach vorne? Sieht einen riesen Truck kommen. Verstehst du? Einen riesen Truck. Hey, hörst du mich überhaupt zu? Hörst du überhaupt zu? Ach, Frauen, ich sag euch, Mann. Du machst echt was mit. Aber ohne sie geht's auch nicht. Das gleiche wie mit den Kerlen, ne? Manche brauchen mal ordentlich einen rein. Aber nicht von hinten, sondern von vorne. Hey Mann, Schneckle, Sarah, komm ran hier, setz dich hin, halt die Füße still, Mann. Mist, hier hätte ich noch ein Eis für euch kaufen können. Für die Kleinen unter euch, hä? Hätte ich für euch mal Eis gekauft, kein Problem, aber leider fahre ich schon wieder weiter. Also jammert mir nicht die Ohren voll, außerdem muss ich irgendwo hin, warte mal, ich muss zurück. Seht da, komm, sehe ich Eis für die Mädchen und schon ist wieder alles vorbei, Mann. Immer das gleiche Spiel. Komm, willst du mal Eis für die Mädchen kaufen und schon läuft das alles nicht mehr richtig hier. Mensch, bei den Ringen, wie soll ich da was sehen, hä? Es wird eine schwierige Kiste wieder. Ich sehe schon. Ich muss zurück. Hey! The fucky fuck, hä? Alles klar? Setz dich hin, bleib ruhig, halt die Füße still, Mann. Ich gebe mir mal einen Energy-Dose. Ach, Natalu schon wieder. Naja, was macht der mich da hinten an? Hast du Probleme oder was? Soll ich aussteigen? Soll ich dir einen Reifen abschrauben, hä? Quatsch mir nicht von der Seite an, Mann. Du siehst, dass ich hier Probleme habe.
Jetzt mache ich eine große Wende auf der Kreuzung. Ne, das mache ich nicht. Weil ich da gerade mal, ich fahre mal rechts, kann ich rechts rum oder habe ich da Probleme? Fahr mal ein Stück vor, mal, ich sehe nichts. Das wird teuer, Mann. Mein Chef wird mich wieder zusammenstauchen. Der wird ja sagen, hey Mann, Vito, was fährst du für eine Scheiße zusammen? Dann werde ich sagen, pass mal auf. Du hast leider recht, Chef. Ich muss jetzt mal kleine Brötchen backen. Normalerweise würde ich ihn da erstmal eine reinziehen, aber wenn ich das mache, werde ich meinen Job wieder los. Und im Moment muss ich kleine Brötchen backen, muss immer die Füße stillhalten. Noch. Noch. Nicht mal geblinkt. Gott sei Dank war der Bulle nicht in der Nähe. Ich hab's geahnt, dass hier wieder so eine blöden Planken kommen. Jetzt komme ich wieder nicht rüber hier. Die wollen mich fertig machen. Aber eines Tages mache ich euch fertig, ne? Ah, jetzt ist wieder bis Tombstone ist wieder mal überall Barrieren, oder? Seid mal ehrlich, bis Tombstone kann ich jetzt wieder fahren hier. Und regnen tut's auch noch. Du machst mich fertig, Mann. Ich kann mir schon wieder das Gejaule von dem Chef anhören. Was? Niedrige Tankfüllung. Nicht schon wieder, Mann. Muss ich schon wieder ohne Sprit fahren? Oh Mann, das wird wieder mein Handicap hier. Ich halte es im Kopf nicht aus. Hier, Sesam. Moment, ich muss mich konzentrieren. Wo hören diese Planken auf? Das darf nicht wahr sein. Shit. Jetzt. Wo war die nächste Tanke gewesen? Jetzt geht's wieder los. Wir fahren wieder ohne Sprit gleich. Autsch! Welcher Honk ist mir hinten reingefahren? Oh Mann, der Chef wird mich so zusammenstauchen. Danach muss ich erstmal wieder ins Saloon gehen, ne? Sehen, ob heiße Frauen da sind und erstmal ein bisschen tanzen wieder. Nach dem Ding muss ich erstmal wieder ins Saloon wieder mit den Frauen tanzen. Und Strip-Poker spielen. Gott sei Dank kann ich sehr gut Strip-Poker spielen. Die Frauen müssen sich immer ausziehen. Ja, Mann, macht mir jedes Mal Spaß. Und wenn sie ausgezogen sind, sage ich, Mann. Zieh dir mal was an, sonst erkältest du dich noch. Ja? Zieh dich mal wieder an, Mensch. Dummerweise wollen die dann immer mehr. Ich sag, zieh dich an, Spiel ist vorbei. Sie sagt, nein, Spiel ist nicht vorbei. Ja, spiele ich manchmal mit zwei, drei Frauen Strip-Poker und dann sind die ausgezogen. Und dann sage ich, okay, Mann, zieht euch wieder an, sonst holt euch noch eine Erkältung. Dann sagen die, ihr Spiel ist noch nicht vorbei. Und dann denke ich mir, oh mein Gott, was habe ich angestellt? Ja. So läuft es. Und dann geht der Poker ist richtig los. Warte mal, seid ihr blind? Könnt ihr meinen Blinker nicht sehen oder was?
Unser Ninfon sagt hier, Vito fährt mal wieder auf den letzten Tropfen. Na logisch, Mann. Die Kiste muss schließlich spannend sein, ne? Wenn Vito fährt, ist immer Spannung angesagt. Nicht nur in der Hose, sondern auch auf dem Tank und auf dem Sitz und am Lenker und auf der Straße. Wo Vito ist, ist Spannung. Das sagen die Frauen auch immer. Die sind immer total gespannt, wenn die mich sehen. Und fahr schon los mit deiner Kiste da vorne. Sei nicht so zaghaft, Mensch. Da muss ich auch erzählen, also neulich also wieder gefahren, schön, ja, schön Landstraße, waren wir zwei, naja, ich glaube es waren drei, ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, weil ich war ziemlich hackedicht gewesen, naja, also danach, nicht davor, während der Fahrt trinke ich nicht, klar, also schön gefahren, ja, es waren drei, heiße Frauen am Wegesrand, ich dachte, Mensch, die armen Mädchen, komm, bin ich rangefahren, angehalten, komm, steig ein. Nehmt euch ein Stück mit, wo wollt ihr hin? Naja, wir wollen da mal so. Ich, okay, Mann, steig ein, quatsch mir nicht voll. Und dann, irgendwann waren wir dann an irgendeinem Saloon in irgendeiner Stadt, ja, in irgendeinem kleinen Städtchen, kein Problem. Haben schön was getrunken. Ich hatte meine Fracht abgegeben. Da meinen sie, hättest du Lust, ein bisschen Strip-Poker? Ich meinte, ja, ich weiß nicht. Bin nicht so gut darin, aber wenn ihr wollt, kann ich gern mit euch spielen. Ja, war klar. Haben natürlich haushoch verloren, standen sie plötzlich ziemlich nackig da. Meinte ich, komm, zieht euch wieder an, holt euch sonst noch eine Erkältung. Sie, nein, Vito, jetzt geht's erst richtig los. Dachte, ja, oh Mann, was habe ich getan? Naja, so war's gewesen. Aber bald jetzt für euch, okay? Sonst muss ich euch einer reinziehen. Jetzt wieder los. Überfahren nur eine rote Ampel. Wo war denn hier eine Ampel, du Pfeife? Na gut, wenn ich schon mal gezahlt habe, kann ich auch fahren, oder? Die spinnen doch, die Amis. Das ist halt nicht wahr. Ja, nun fahr, Mann. Auch noch blond, ja? Nun schaut das an. Frau am Steuer und blond. Mann, ist die heiß. Ist die heiß. Bloß fahren kann sie nicht, hä? Sieht sehr geil aus, aber fahren kann sie nicht, Mann. Ich hätte ja mal meine Nummer geben sollen, damit sie bei mir ein bisschen Fahrunterricht nehmen kann, hä? Naja, nächstes Mal. Die fährt mir bestimmt noch öfters rein. Das habt ihr jetzt nicht mitbekommen, okay? Behaltet das für euch. Wo ist denn jetzt das ganze Kabuff? Was denn hier auf der Tanke? Ach so, das stimmt ja. Ich muss ja, oh Mann, bitte nicht. Ich fahr schon ohne Sprit an. Ich fahr ohne Sprit, komme ich zur Tanke. Ich fahr ohne Sprit zur Tanke. Denen praktisch ihr Stoff bringen. Das ist unglaublich. Ich bring denen ihr Stoff ohne Sprit. Junge, ich kann ja alles nicht wahr sein. Das Ding muss ja mal tanken gehen hier. Junge, Vito. Ah, ich fang schon an zu gehen, das ist unglaublich. Mal ein paar Euro nachtanken. Weil die zieht mir der Chef wieder vom Lohn ab, die Pfeife. Ja, Mann, mach die Kiste aus. Wie viel Liter werden wir brauchen? 5? Wie viel Dollar soll ich tanken? Keine Ahnung. Für einen Dollar? Mal gucken, was der Tankwart dazu sagt. Ah, der guckt schon komisch. Ah, werde ich mal noch einen Euro, besser hier einen Dollar noch zuschmeißen, oder? Das zahlt mir der Chef aber zurück, sonst ziehe ich den einer rein, sage ich euch. Dann suche ich mir einen anderen Job. Wenn der mir die Tankrechnung nicht bezahlt, dann ziehe ich den einer rein. Mal gucken, wie viel tanken wir denn? 20 Dollar? Müsste fürs Parken reichen, oder? 20 Dollar fürs Parken. Könnte ich ja gleich einen Pagen holen, der mir das Ding reinfährt, Mann. Junge. Na, nehmen wir mal 50 Dollar. Müsste reichen, außer die Kiste schluckt so viel, dass ich wieder auf dem Trockenen stehe.
Kurz vorm Parkende stehe ich auf dem Trocknen. Dann gehe ich rüber zum Tankwart und ziehe dir noch einen rein. Ja, bleib locker, Vito. Wir gehen gleich schlafen, Mann. Das hört ja, das war mein Gewissen. Mein Gewissen macht schon. Macht schon. So, $50. Reicht. Fürs Tanken. Ja, einfach fürs Parken $50. Alright, Mann. Jetzt wird es eine schwierige Kiste. Ich bin falsch gefahren. Diese komischen Schutz. Autsch. Habt ihr den Cabrio-Fahrer gesehen? Junge, diese Typen. Den werde ich gleich mal sein Verdeck abschrauben. Das könnt ihr glauben. So. Die ganze Zeit nerven die Dinger mich schon. Ein bisschen über dem Bordstein. Wird nichts. Okay, von da komme ich nicht rum. Oder ich hätte noch weiter, ein Stück noch weiter nach rechts ziehen müssen. Schauen wir mal. Ein Stück vielleicht reicht. Ein kleines Stück, ich muss ein kleines Stück machen. Das muss ich von der anderen Linie fahren. Ist hier beim Bordstein so? Komm hoch da! Na gut, dann nicht. Komm also so nicht rum. Okay, Mann, dann halt nicht. Dann halt da. Versuch was erstmal wert. Hätte ich anders reinfahren müssen. Ich hätte anders reinfahren müssen. Dann hätte es wahrscheinlich geklappt. Kollege! Ich hänge irgendwo fest. Wo hänge ich denn fest? Ich bin doch gerade durchgefahren.
Das wird ein lustiger Ding. Vor allem bei dem Verkehr. Aber wenigstens haben wir Sprit. Für 50 Dollar haben wir getankt. Ja, Mann, wir haben für 50 Dollar getankt. Also Sprit haben wir, sonst husten wir wieder auf den letzten Tropfen. Fahren wir es mal rauf. Wird nicht reichen. Ne, wird nicht reichen. Okay. Also andere Strategie. Lassen wir es mal den LKW durch. Fahr vorbei. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Restzeit. 8 Stunden. Warte mal. 8 Stunden kann ich hier noch rumparken? Ich kann ja noch 8 Stunden kann ich hier noch rumparken. Das ist ja mal richtig geil, Mann. Na also, fährt da eine Limousine? Nee, da kommt eine Limousine. Oh nein, der Bull ist auch schon wieder da. Guckt euch das an. Der steht da drüben. Steht da und isst schön seine Currywurst, der Kollege. Nee, Hamburger hat er. Und Pommes frites. Und lacht sich einen Ast ab, der Vogel. Na, warte mal. Dir wird das Lachen noch vergehen, du Pfeife, hä? Du schwacher Troll, du. Der wird das Lachen noch vergehen. Halt. Nein. So. Ach ja, der hat ja diese andere, die andere Aufhängung hier. Ja, Mann, bin doch schon da. Was meckert der Tankwart schon wieder? Nicht gut, nicht gut. Ach. Und der Bulle da drüben, der freut sich richtig einen Keks, der Vogel. Ja, nun fahr schon mal. Machst mich ganz verrückt im Kopf, hä? Oh, die sah heiß aus, habt ihr gesehen? Heiße Schnalle. So. Mama, ich muss mich konzentrieren, ich muss arbeiten, ich muss die Kiste nach Hause bringen. Stört mich da noch dieser PKW? Ich glaube, ich spinne. Oh, jetzt muss es ein bisschen besser werden. Es war zu viel. Schneckel fragt, hey Vitor, wie lange kennst du es? Cozy schon. Schneckle, Sarah, hä? Cozy ist meine Nichte. Ich kenne die, da war die noch ganz klein, Mensch. Ich hätte nicht gedacht, dass aus der mal so ein Superstar wird. Die macht jetzt ganz groß irgendwie bei Twitch, hat sie mir gesagt. Und YouTube auch. Ich hab's ihr gesagt, was machst du, Mädchen, Mensch?
Da sind doch diese ganzen komischen Trolle, die keine Ahnung von nichts haben. Ja, sie meint, das ist egal. Die stören mich nicht. Na, dann okay, meine ich. Dann ist gut. Ansonsten sagst du mir Bescheid, komm Vito, kein Problem. Sie meinte, nee, das mache ich alles alleine, brauchst mir nicht helfen. Ja, das ist die ganz eigen so. Die will das alleine irgendwie schaffen. Ich hab sie gesagt, kein Problem, Mann. Ruf mich an. Mann, ich will die 100% haben, hä? Das haben wir in unserer Familie so drin. Wir packen 100% ein, klar? Und wenn das einen ganzen Tag dauert, ich habe sowieso noch viel Zeit hier. Ich habe hier immer noch 8 Stunden. Ich kann ja nur 8 Stunden rumparken. Ich glaube, ich spinne. Kannst du stolz auf sie sein, sagt Schneckle. Ja, Mann. Logisch. Weil die muss ich mal nach vorne gucken. Kam gerade ein Auto. Ey Mann, so sehe ich nichts. Das liegt daran, weil der hat durch diese Aufhängung, die der hat. Weil es kein. Der Auflieger hängt anders dran. Deswegen ist es für mich wieder ungewohnt, so einzuparken. Weil der so schnell die Achse verändert. Aber jetzt läuft's, Mann. So, zeig mal her. Na also. Logisch. Die Kiste haben wir nach Hause gerockt. Right. Gehen wir mal die ganzen Frachtpapiere ab, gucken, was da ordentlich Kohle bekommen. Ja? Dann ziehe ich den dann noch einen Scheitel in sein kleines Büro. Sieht mich ja hier keiner, oder? Ach nee, der Bulle ist ja da. Kann ich den keinen Scheitel ziehen? Kommt der Bulle gleich mit seinem Pfannkuchen da rüber, mit seinem Hamburger da, mit seinem Pommes Frites Gesicht und sagt, hey, du kannst doch nicht einfach den Tankwart hier zusammenschlagen. Hey, den habe ich nicht zusammengeschlagen, der wollte mich bescheißen meine Kohle. Ja? Was soll ich machen? Ist egal, hier die Handschellen, leg mal an. Oh Mann, du gehst mir auf den Sack, muss ich schon wieder in den Baumann, ich komme gerade erst her, Mann, du Vogel. Willst du auch noch einen reinhaben? Kann ich nicht machen. Also muss Füße stillhalten. Später, wenn ich meine Kollegen habe, die erledigen diese ganzen schmutzigen Sachen für mich da alleine. Mach ich nur noch. Komm mal ran hier. Okay, mal, los. Na also, läuft doch. Gut gemacht. Da-dum. Da fragt jemand Lenkradname. Wer weiß es? Wer von den alteingesessenen Weißhaien? Ninfan haut schon raus, die ganze Kiste hier. Und weiß Bescheid, hä? Also, kaufst dir. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben 19.000. 19.000! Ey, so ein Truck kostet bestimmt, keine Ahnung, 80, 100.000. Wie lange sollen wir da noch sparen? Wie lange muss ich mir noch dieses Geseire von diesem Chef anhören? Ich kann schon nicht mehr, ich halte schon nicht mehr aus. Jedes Mal hinter meinen Rücken ball ich schon die Faust und denke mir, mein Gott, ey, noch einen Spruch und ich zieh dir so eine rein, dass du nie mehr deine Akten gesortiert bekommst, Alter. Schwede, du. Und der ist wirklich ein Schwede. Mann, eine Fresse, ey. Aber den zeig ich's auch noch. Wir müssen mehr Kohle machen. Na dann weiter. Zehn, fünfzehn, zwanzig, fünf, zweiundzwanzig Dings. Erstmal. Gut.
Hey, nimm fahren, du alter Streber, hast du richtig aufgepasst, Mann. Dafür kannst du hier einen Bonbon nehmen. Jetzt setz dich wieder hin und bleib ruhig, Mann. Hast du gut gemacht, aber werd nicht eingeschnappt, okay? Oder was übergeschnappt? Auf jeden Fall schnapp hier nicht rum, klar? Das war's gewesen, Leute. Hören wir's mal auf für heute wieder. Haben wir mal eine Tour gefahren, ne? Also, Vito haut jetzt wieder ab. Lass mal rausgehen hier. Zack, schalten wir es mal wieder um. So. Zack. Zack. Mal ein bisschen Abschiedsmusik, hä? Sind wir ja gewöhnt hier, Mann. Also, das war's wieder gewesen. Upsala. Hui. Was kommt nun, fragt Ninfan. Gute Frage, Mann. Jeeha! Ja, Mann. Also. Moment, ich guck mal was. Wir sehen uns bald wieder, okay? Ich muss erstmal wieder los. Ihr wisst, mein Pokerspiel wartet mit dem Frauen. Alright? Und natürlich werde ich sie gewinnen lassen. Damit sie mal was richtiges Männliches sehen. Ne? Aber trotzdem, ab und zu muss ich auch mal gewinnen, logisch. Denn ich gucke mir gerne die Frauen an. Und ja, mal sehen. Demnächst steht wieder ordentlich was an, so ein kleines Städtchen. Ne? Der ganze Viehherde soll durchgetrieben werden. Ich sage euch, Leute, so eine Viehherde, die macht richtig Arbeit. Ja? Da tut mir jetzt schon wieder der Hintern weh, weil werden wir ordentlich viele Nächte auf dem Gaul verbringen, sage ich euch. Gott sei Dank, wenn du mit dem Lasso umgehen kannst, also nicht nur unten, sondern auch oben, also dann sind nicht nur die Kühe vor Freude, im Hilfjauchzens, nein, Mann, also nicht nur die Frauen, auch die Kühe freuen sich. Wenn du mit dem Lasso umgehen kannst, freuen sich nicht nur die Frauen, auch die Kühe, sage ich dir. Also, macht's gut, Mann. Ich schalte es mal ab. Und dann mal sehen, was hier so abgeht. Alright? Right. Alright, Mann. Also. Wir lassen die Musik noch ausklingen, oder? Sind wir hier gewöhnt. Okay. Und stopp.